Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sir Forest. Ja, wir sehen's, wir müssen uns ganz dringend leider ein Lagerfeuer bauen, weil ich sonst hier gleich drauf gehen werde. Zwangsweise. Das heißt, wir brauchen ein Lagerfeuer. Einfaches Lagerfeuer würde mir schon reichen. Ich brauche nur irgendwas, wo ich ein bisschen Feuer machen kann. So, Blätter, Gott sei Dank. Sehr schön. So, anzünden das Ding. Es muss mich eigentlich nur ein bisschen warm halten. Das tut es, sehr schön. Denn wir haben mittlerweile schon Schaden erlitten durch die Unterkühlung. Wir müssen uns erstmal ein kleines bisschen aufwärmen. Wir waren jetzt in der letzten Folge, waren wir links. Da ist die Hölle los. Ich will da nicht unbedingt wieder hin. Ist, glaube ich, verständlich. Okay, Unterkühlung erstmal beendet. Wir gehen mal weiter. Bis wir wieder unterkühlt sind, dann gehe ich zurück zum Lagerfeuer notfalls. Wir hängen schon... Alter, lass doch das Licht an. Wir hängen schon wieder überall Finger an der Decke. Das macht alles nicht sinnvoller und besser. Für meinen Gemütszustand. Das. Oh. Das ist jetzt kein Treibsand, oder? Hier liegen Köpfe. Entschuldigung, Entschuldigung. Nicht drauftreten. Das ist wie Tretminen. Bloß nicht drauftreten. Das wäre, wenn er sich jetzt bewegen würde, dann hätte ich, glaube ich, dann würde ich das Spiel beenden. Hallo. Bin nicht auf die Köpfe getreten. Oh, könnten das eigentlich auch Fallen sein? So was wäre natürlich auch noch cool, wenn hier noch Fallen zusätzlich... Licht an. Fallen zusätzlich wären. Wäre natürlich auch ganz cool. Ah, wir haben ein neues... Ja, neuer Eintrag. Du kannst nicht mehr davon tragen. Neuer Eintrag in der To-Do-List. Wir schauen mal ganz kurz. In Lord of the Rings wird es nicht irgendwie angegriffen werden. Ja, diese schönen Bilder von diesen schönen Dingen. Wo ist denn hier der... To-Do-List? Wo ist denn hier meine To-Do-List? Da haben wir meine To-Do-List. Finde Timmy. Nach wie vor Priorität Nummer Uno steht ganz oben. Baue Verteidigungsanlagen, müssen wir nochmal finden. Einen Weg in den Kessel. Was für ein Kessel? Finden die vermissten Flugzeugpassagiere? Das sind wir dabei. Erkunde tote Höhle. Erkunde hängende Höhle. Erkunde Wasserfallhöhle. Hm, wir sind dabei. Edel Notiz. Okay, schon wieder ein Kreuz. Wir haben auch Bücher dementsprechend gefunden. Ein Notizbuch hinzugefügt. Was denn schon wieder, meine Freunde? Ah, die Zeichnung, okay. Notizen. Nee, Notizen haben wir keine. Okay, irgendwie hängt das wohl auch ein bisschen, hatte auch das Ganze einen religiösen Hintergrund. Was hat er hier? Dynamit gesammelt. So wie es aussieht, ich hatte es ja im Vorstellen halt ganz toll. So wie es aussieht, ist es wohl so, dass hier auch irgendwelche, ja, geistlichen Missionare, genau, Missionare, mir ist das Wort nicht eingefallen, Missionare wohl auf dieser Insel waren. Die Frage ist, geht's hier wieder raus? Oder geht's da weiter? Geht raus, oder? Nee, es geht weiter. Ah, Dynamit auf jeden Fall. Wir haben zu viel Dynamit? Nein! Oh, okay. Wir sind irgendwo, doch, wir sind außerhalb gelandet. Gott, wo sind wir denn? Ach! Ganz toll. Ganz toll. Und es ist dunkel. Das ist dieser Kessel hier. Beziehungsweise dieses Loch. Wieso ist hier ein riesengroßes Loch? Und was ist das da unten? Eine Höhle höchstwahrscheinlich. Könnt ihr mal runterspucken. Und die Tiefe messen. Auch so wie es aussieht, hier geht hier ein Pfad. Bart? Wirklich. Nee, da komme ich auf jeden Fall... Nee. Okay, wir sehen das schöne Loch. Das war es allerdings auch. Und Dynamit. Da wird auch nur Dynamit... Es ist, glaube ich, eine doofe Idee, mit einem Speer auf eine Dynamitkiste einzuprügeln. Sollte ich mir auch merken. Nicht mit einem Speer auf einer Dynamitkiste einprügeln. Die Weisheit des Tages heute mal wieder rausgehauen. Also, wenn ihr jemals eine Dynamitkiste vor euch stehen habt und einen Speer in der Hand habt, wo noch Alkohol dran gebunden ist, den man dann als Fackel benutzen kann, oder den man anzünden kann, nicht auf eine Dynamitkiste einschlagen. Ganz wichtig. Das schadet euch nur. Gut, dann müssen wir es leider wirklich so machen, das, was ich nicht machen wollte. Wir müssen uns mit diesem Riesenvieh anlegen. Kann ich mir eigentlich zwei Speere herstellen? Ja, oder? Es gab sowas wie eine Speertasche. Ich hätte gern eigentlich noch einen Speer. Pfeile, handgemachte Keule, Schnee, Zwille, Knochenpfeil, Reparaturwerkzeug. Moment. Kann ich eigentlich? Vergifteter Pfeil, aufheizender Pfeil.
Gut, ich würde es auch brennender Pfeil nennen, aber von mir aus auch aufheizender Pfeil. Und Alkohol. Brandpfeile. Bingo. Ich schieße lieber mit Brandpfeilen durch die Gegend. Ist, glaube ich, effektiver. So. Also, mit L anzünden das Ding. Spannen. Schießen. Was hat er jetzt gemacht? Okay, erst anzünden, dann schießen, weil er muss das Feuerzeug logischerweise weg... das Spiel ist relativ realistisch gehalten. Er muss nämlich das Feuerzeug mit der Hand weglegen, weil er mit dem Pfeil und Bogen natürlich mit beiden Händen spannen muss. Den Pfeil und Bogen kann man nicht mit einer Hand bedienen. Okay, Joa, learning by doing. Wir riskieren's. Ich hab zwar jetzt nicht mehr gespeichert, aber wir haben notfalls einen Spielstand. Da vorne war relativ die Hölle los, aber ich will dahin. Beziehungsweise einmal ganz kurz mal auf die Map gucken. Dead Cave. Toll. Bin begeistert. Hier, da geht's ins Loch. Da hinten war auch noch eine Abzweigung. Da wäre ich ja fast lieber dahin gegangen. Beziehungsweise den Eingang. Dead Cave. Super. Todeshöhle. Warum nicht? Wieso kein cooler Name? Sowas wie Flauschehöhle, Einhornhöhle. Toll, das Ding hat mich schon gewittert, oder was? Brenn diesen Pfeil an! Wie lange brennt der Pfeil? Und wieso kann ich spannen? Ah, jetzt kann ich spannen. Komm her! Komm! Hat er feuchten Scheiß gebracht. Was hat einen feuchten Scheiß gebracht? Treffer! Wie? Jetzt sag bloß hin, ich habe nur nicht getroffen. Wo ist es? It's burning! Boah, warte. Okay, es, stirbt es? Okay, wir essen erstmal einen Schokoriegel und trinken mal was. Pfeile. Okay, nee, das war auch zu einfach. Anzünden. Nächster Pfeil. Aber es scheint echt extrem effektiv zu sein. Vielen Dank für den Tipp. Wir zünden es an. Burn! Ich finde es sehr schön, dass die KI noch nicht ganz so ausgereift ist, wie man vielleicht sieht. Noch ein Pfeil. Ja, wir kriegen die ja eigentlich wieder. Von dem her ist es relativ egal, wie viele Pfeile wir da reinjagen. Komm. Ich bin wieder ausgegangen. Kann sie das eigentlich löschen, wenn es in Wasser geht? Wäre mal interessant zu wissen. Boah, das hält aber... Jetzt ist es hin. Das hält viel aus. Das waren jetzt dreimal richtig getroffen mit den Pfeilen. Ich will gar nicht wissen. Mutantenrüstung. Was? Rüstung? Ich will es gar nicht wissen. Was hast du da eingesammelt? Mutantenrüstung. Erhöht Rüstung. Will ich mir das. Ich will das nicht anziehen. Alter, ich zieh. Wer weiß, wo der überall war? Wann der zuletzt geduscht hat? Ich kann doch einfach das Ding anziehen. Ach scheiße, nicht den Pfeil anzünden. Hier ist, glaube ich, keiner mehr. Du sollst jetzt mal wieder die Axt in die Hand nehmen, mein Freund. So, hat sich das jetzt hoffentlich auch gelohnt, die zu killen? Ich ziehe mir diese Mutantenrüstung nicht an. Zumindest nicht freiwillig. Ah, yay. Riesenhöhle. Okay, jetzt hat sich dann doch irgendwie halt gelohnt. Sag bloß, geht's da tiefer? Nee, oder? Doch, da Na, ganz toll. Okay, es geht um einiges tiefer in der Höhle, so wie es aussieht. Wir schauen uns jetzt aber erstmal hier um. Hier steht ein Stühlchen, da können wir uns draufsetzen. Sehr schön. Einziehen möchte ich hier trotzdem nicht. Hier mufft es ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es in den Leichen liegt, an dem toten Mutanten, der noch ein bisschen vor sich hinkokelt. Aber hier gefällt es mir nicht ganz so sehr. Ich würde gern wieder in mein Lager, das war hübsch. Ich habe es so schön gemacht. Lecker, Beinchen.
Froschschenkel. Franzosen, die hier leben. Ich hab's immer gewusst. So, wo geht's denn da hin? Ist ja echt gar... Hallo? Hier war so ein Riesenmutant. Noch so ein kleiner Fuzzi. Und hier ist nichts. Das ist nicht euer Ernst. Da liegt ein Stein. Also jetzt kommen wir komplett verarscht vor. Ein Stein? Das ist alles, was so ein Riesenmutant beschützt hat? Ich sollte vielleicht nicht ganz so irgendwie auf Felsen rumkraxeln. Ich weiß jetzt nicht, wie robust der ist, wenn er wo runterfällt. Toll, man sieht schon mal wieder gar nichts. Ja, Sichtweite von einem halben Meter. Sehr schön. Läuft. Läuft bei PB Gaming. Ich schwör's, irgendwann springt mir so ein Typ mitten ins Gesicht. Ja. Dudulist aktualisiert. Schon wieder? Alter, wir kriegen aber relativ viele Einträge, was die Dudulist angeht. Ich würde jetzt erstmal schnell auf die Map schauen wollen. Deadman Cave. Okay, da oben steht wieder ein Typ. Falsche Taste. Da oben steht wieder ein Typ. Falsche Taste. Da oben steht ein Typ. Wir nehmen mal... Der Pfeil und Bogen war eigentlich wirklich effektiv, muss ich sagen. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? 8 Stück eigentlich. Eigentlich ganz okay. Pfeil und Bogen war wirklich ein Schuss. Der hat gebrannt und das war's für den. Wir sind aber verdammt... Wieso sind wir eigentlich so mega hungrig? Und an. Ja. Ja, Feigling. Okay, der eine brennt. Nein! Ich bin froh, dass wir die Pfeile wieder kriegen. Nur das Problem ist, dieses Brandzeug verschwindet halt auch wieder. Treffer! Burn! Ich glaube, der macht es nicht mehr lange. Lass mal durch, mein Freund. Die menschliche Fackel. Nächster. So, zusätzlich kann man die bestimmt auch noch beackern, oder? Ah, schon tot. Sehr schön. So, einmal wieder anmachen. Ich brauche meine Pfeile wieder. Die Dinger sind nämlich relativ kostspielig. Nicht die... Nein! Na! Nicht anzünden. Scheiße, das kostet mich wieder ein Tuch. Unnötig. Ja, das ist echt nice, dass man seine Pfeile wieder kriegt. So, okay, die waren jetzt gar kein Problem. Die sind ein bisschen planlos. Ein ganzes Dorf von denen. Ach, holla, die Waldfee. Ah, das kann ich anzünden. Ein Seil. Wie lange brennt das? Nicht so lange. Das ist so eine Art Standfackel. Nice. So, da geht's auch irgendwo hin. Oh, wir haben keine, wir haben Seile voll. Können wir mit den Seilen was anfangen, was Sinnvolles? Wasserschlauch. Schneeschuhe mit Stöcken. Cool. Zwei Seile, oder? Ja, zwei Seile. Entfernen. Packt ihr die auch noch irgendwo hin? Tatsächlich. So, dann können wir nämlich das Seil aufnehmen. Und wieso brennen die Fackel auf einmal so extrem ewig? Ich meine, das ist jetzt wirklich mal wieder keine Beschwerde. Okay, wir sind in irgendeinem Hauptlager gelandet. Nice! So, Seil haben wir. Hier ist schön hell. Bin jetzt schon glücklich, weil es hier so hell ist. So, Tücher. Können wir gebrauchen. Hört ihr das? Hier ist irgendwo so ein Riesending. Ich weiß nur nicht wo. Glaube aber nichts vor mir. Wäre zumindest logisch. Boah, Alter! Wieso bewegen sich die Dinger? Willst du mich verarschen? Nee, hier ist nichts. Kochtöpfe, Benzin. Ein mega cooles Lager.
Betten sogar. Krass. Okay, wir machen erstmal die Dinger hier auf. So. Boah, wie viele sind das? Da sind nur Tücher drin. Gut, Tücher kann man letztendlich wirklich unendlich viel... Scheiße. Geht doch. Kann man unendlich viele einsammeln. Jetzt müsste das Ding hier nur noch aufgehen. Okay, haben wir. Schädel brauchen wir nicht. Haben wir mehr als genug. So, dann schauen wir uns mal in den... Hört sich seltsam an. Ein Foto. Würdest du das bitte aufheben? Will er nicht. Gut, dann halt nicht. Wieso nicht? Sag jetzt nicht, weil ich die Axt in der Hand habe. Brauchen wir so langsam wieder Nahrung? Habt ihr keine Kekse oder sowas? Was seid ihr für Pfadfinder? Töpfe, Töpfe. Passagier gefunden. Platz 3D. Sehr schön. Oh, Uhr. Uhr ist immer gut. Kleingeld auch. Können wir uns was bauen. Benzinkanister haben wir leider schon. Seile haben wir auch schon. Glaube ich, wird Zeit, sich eine Bombe zu bauen. Glaube, es wird Zeit, sich eine Bombe zu bauen. Klebeband. Münzen. Uhr. Münzen, Münzen, Uhr. Was brauchst du noch? Alkohol. Bombe. Münzen. Uhr. Jetzt kriegst du fast nicht mehr eingeklickt. Alkohol. Klebeband. Bombe, Bombe. Sehr schön. So. Können wir mit den Zeilen noch irgendwas Sinnvolles anfangen, wenn ich jetzt hier schon mal so viele Seile habe? Wärmeanzug, Speertasche. Ah, bräuchte ich aber mehr von den Fellen. An Fellen mangelt es momentan noch so ein kleines bisschen. Und ich habe gleich keine Schokoriegel mehr. Gut, Zeile müssen wir da lassen. Die ganzen Schädel können wir auch da lassen. Brauchen wir alles nicht. Passagier, wir haben wieder einen weiteren gefunden. Wieso sehen die eigentlich alle gleich aus? Ah, nett, da hat er seine Schädelsammlung auf. Schön fein säuberlich aufsortiert seine Schädel. Na, immerhin Ordnung herrscht bei denen. Das ist schon mal auch was. So, kann ich jetzt dieses blöde Foto aufheben? Aus irgendeinem Grund nicht. Toll. Ich glaube, es wäre vielleicht doch relativ wichtig, dieses Foto zu bekommen, was ich nicht aufheben kann. Mein Freund, kannst du die Axt weglegen? Nee. Ich kann dieses Foto nicht aufheben. Ich glaube, es ist verbuggt. Und kann mir mal einer schreiben, wie ich die Axt weglegen kann? Irgendwie spackt das hier ein bisschen rum. Okay, nichtsdestotrotz, wir werden dann dementsprechend einmal hier hochklettern. In Hoffnung, dass wir da weiterkommen. Wir haben auf jeden Fall, haben wir eigentlich was Neues? Moment, ganz wichtig. Haben wir was Neues auf unserer To-Do-Liste stehen? Finde Timmy, Verteidigung, vermisste Flugzeugpassagiere. Wir haben einen weiteren gefunden, das ist sehr schön. Aber das ist jetzt auch nicht die Rätsel-Lösung, so wie es aussieht, leider. Kommen wir mal als kleinen Cliffhanger, wir versuchen mal hier hochzuklettern. In Hoffnung, dass unsere Ausdauer, aber das dürfte halt nicht halten. Frage ist, wo wir jetzt hinklettern. Sieht fast nach Ausgang normalerweise. Voll ins Nichts. Yay, ich kletter unglaublich gern in die absolute Dunkelheit. Mich verarschen. Wir brauchen erstmal wieder ein bisschen Ausdauer. Wo zur Hölle geht's hier hin? Okay, das Ding ist verdammt hoch. Und man sieht echt. Sind das Sterne? Nee. Irgendwas ist da oben. Ich mag es nicht. Boah, wie hoch ist dieses Seil? Okay, jetzt sehe ich nach unten auch fast nichts mehr. Krass! Wo kletter ich hin? Alles hat ein Ende, nur das Seil hat keins. Ah! 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 Sehr schön! Okay, nice to know. Gut, die Folge ist sowieso gleich zu Ende. Okay, hinter dem Flugzeug ist die Höhle, wo wir nach unten kommen, um dieses Bild beispielsweise nochmal lesen zu können oder zu versuchen zu lesen. Oh, neu. Sind das neue Koffer? Ah, ich hab's gekriegt. Haha.
Sind die wieder zu, die Koffer? Nee. Doch, teilweise. Krass. Okay, das heißt, wir können die Koffer könnten wir jetzt auch wieder dementsprechend neu öffnen, um dann beispielsweise wieder Uhren zu finden, mit denen wir uns neuen Sprengstoff herstellen können. Wie genau wir den ganzen benutzen und so weiter und so fort, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich noch freuen, wenn ihr mir ein Gefällt mir für die Folge da lasst. Wir werden in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich nochmal da runtergehen, nochmal versuchen, das Bild aufzuheben, beziehungsweise uns erstmal weiter im Höhensystem rumtreiben, weil das irgendwie mich gerade am meisten nach vorne bringt in dem Spiel. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es donnert schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.